Let's Orakel heißt die heutige Mission hier Hallo bei FIFA 2012. Mit einem Hallo und herzlich willkommen, YouTuber und Commander Krieger. Wir spielen heute ja das Orakel Portugal gegen Niederlande. Wer das Deutschland-Dänemark-Orakel sehen will, der muss zum Fössel auf dem Kanal. Link ist in der Videobeschreibung und hallo Fössel. Ja, Mädels, Huben auf dich, es wird sexy. Sunrise. Servus. Und der Crisinho. Ja. Gute Laune hier schon mal vorprogrammiert. Ja, ja, wenn ihr wüsstet, was hier wieder abgeht. Ja, hier ist Stimmung pur. We just wanna have fun, ne? Soll ich einen Brafheit reinhauen, oder was? Mach den Brafheit rein, der muss sitzen. Im Leben nicht. Der Brafheit ist der Knipser. Ich spiele einfach so, wie sie hier stehen. Was ist denn da los mit den Weibern? Mit der Tulpes. Ja, aber dann ist doch da der Dingens nicht mit drin, oder? Ja. Ist der Thunderfart drin? Der müsste stehen, ja. Aber Huntela! Die Silvi spielt. Klaasjon. Ja, das ist ein Schalker, der kann nix. Der kommt später. Mhm. Oh, ich hab hier den Rom, ey. Affelei, habt ihr auch nicht drin, ne? Wie, war der, was? Ja, war. Affelei ist, glaube ich, auf Ersatzbank. Beziehungsweise in der Reserve. In der Reserve? Das heißt, der ist jetzt noch nicht mal auf Ersatzbank. Ja, da hab ich auch gar nicht geguckt. Ich hab gedacht, der kann ein bisschen. Ja, super. Ja, egal. Läuft. Ach, ist doch eh gesperrt. So. Sauber Sunrise. Ja. Ey. Ja, die ersten Sensationen kamen. Ja. Was? Jawohl! Da ist die erste Sensation hier, dieser ja. Schiss vom Schiri. Ah. So, auf jeden Fall, die ersten Sensationen sind schon da. Jo, die Favoriten der Gruppe A raus. Russland nach dem 3-1. 4-1 sogar. Stimmt. Ja. Jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause. Hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Wow. Krasse Sache auf jeden Fall. Und Polen auch noch raus. Aber ich meine, dann sieht es auf jeden Fall gut aus in Form von keine Ausschreitungen bei Hooligan-Klamotten. Das muss ich auch sagen. Also ich hätte sehr ungern die Deutschen gegen die Polen gesehen. Ich finde die Polen eine super sympathische Mannschaft, aber das, was halt vorher schon durch... Gehen die Mitte. Bin ja da, aber du nicht. Ja, sauber. Ich habe zweimal hier versucht, aber ja. Aber auf jeden Fall das, was die Polen da schon über die Hooligans angekündigt haben vorher, war schon gesagt so, Johnny Heitinga! Heitinga! Muss ich nicht unbedingt haben. Nee. Dritte und vierte Halbzeit. Muss nicht sein. Und fünfte auch noch. Ja. Also von daher schade fürs Spielerische, aber gut, sage ich jetzt mal, für den Frieden. Abseits. Ja, und Griechenland, ne? Ja. Kann man schon wieder sagen, ist es vielleicht von der UEFA ein Wetz, wie heißt er nochmal? Abgesprochener Scheißdreck. Abgekartetes Spiel? Ein abgekartetes Spiel. Ja, sind das besser, du. Cristiano! Ja, los. Kleiner Kackstift vom Las Marca gezogen, oder was, Fössel? Ja, aber sowas von. Nee, Ronaldo ist ja auch diese Saison irgendwie, oder diese EM, nicht. Ja, jetzt aber. Alter, Fössel, komm jetzt. Drauf. Ja! Ist denn? Ja, da rutscht er auch für euch. Nee, rutscht er nicht. Macht ihr den Pfeil- und Bogenmeister? Ah, meine spielt Geige. Die Arschgeige. Ja, wenn man Ronaldo knipsen sehen oder gar den Robben? Ja, das bezweifle ich doch höchst. Also ich glaube nicht, dass Robben da noch irgendwas großartig reißt. Schade eigentlich, weil er ist gar nicht so eine scheiß Defensive da, Holland. Ronaldo! Haben wir überhaupt einen? Oh. Schade. Ist ja Tag der offenen Tür da wieder. Ja, so sind die Holländer. Ja. Vorne hui, hinten fui. Löchrig wie Irgendwie. Nur letztes Mal, letztlich war Raus mit dem. Für was denn? Für was? Springt er mit beiden Beinen rein, ne? Oder? Ja, ach, nee. Kein Fall, ne. Senzt ihn einfach nur ein bisschen um. Mann von Ball getrennt, heißt das. Im Fußballer-Jargon. Genau. Ja, und geh nicht in den Stecklenburg. Brauchst du nicht, kannst gucken immer.
Aber war knapp. Aber geile Mediamarkt-Werbung, ne? Oh ja. Ja, witzig, ja. Die Mediamarkt, da ist rausbauen. Oh Mann, ey. Ich hab mir gleich einen Fernseher gekauft. Ja. Oh, Dirk Koyt, ey. Das ist ja super, ey. Hättest du mal den Affelei. Ja, hätte mal. Aber er ist ja Reserve. Ich guck mal. Ja, Reserve, jetzt, da wirst du es nicht mehr finden. Ja, ich guck mal, ob er vielleicht noch so da ist. Ah, schade. Ansonsten hau ich den Hund da dahin. Oh ja, der wird das da auch bestimmt reißen. Nee, Snyder packe ich nach links und dann kommt da der Hünti hin. Hünti? Ja, ist er. Auf der Reserve. Egal, man kann so ein Spiel auch ohne Affelei gewinnen. Hier, abseits. Aber knapp. Ah, schade. Knapp. Ja. Der war echt knapp. Was ist da los? Ja, auf jeden Fall müssen wir gegen die Griechen ran. Ja, möglicherweise. Ich gehe davon aus. Sollte es so sein. Boah, rot! Die Schlampe! Ja, ich frage mich nur, wer soll die Griechen denn unterstützen? Ich meine, die haben ja kein Geld, da wird sie ja komm, einer ein Ticket holen. Die kriegen die wieder von uns in den Arsch geschoben. Ja, und sollten die tatsächlich mal noch Europameister werden, die Griechen? Ich fürchte ja, dann sehen wir den EM-Pokal nie wieder. Die werden den schön bei eBay irgendwie verschachern. Damit da die kannst du dann kaufen für 57. Ja. Genau. Oh, wäre das geil. Ja, sollten wir verlieren, wenn Sam die Hilfspakete erstmal hier gestoppt. Sehr stark, das ist Einsatz. Ja. Den Ball holen und auch gegen den eigenen Mann. Genau. Ja, was macht der Snyder? Oh, oh, das war was. Den muss er machen. Oh, ja, und dann geht er einen glücklichen Abpraller. Ich habe leider erst so spät gesehen eigentlich, dass das Van Persie war. Ich dachte, das wäre der Hünteler, deswegen wollte ich den in den Eck schlänzen, aber das war ja Linksfuß. Ja, du brauchst nicht rausreden hier. Ja, ich habe das Ding ja gemacht. Traumkirsche. Traumkirsche, ja. Schäbiger Abpraller. Ich bin immer ein bisschen selber im Weg, Krieger, ne? Ja. Ich habe mir gedacht, störst auch mal, weißt du? Ach so. Sagen wir, es hilft nicht genug. Ja, sehr schön. Mach ihn! Ja, da ist das Ding! Ist denn da los, wie die Weibers? Der Ronny aus dem Osten knipst schön zweimal. Die Kirche. Ja, wie schmeckt euch das? Wahrscheinlich gar nicht. Halt's Maul. Danke, Chrisinho. Ja, ist schön hier. Ja. Chrisinho, das triffst du immer. Fick dich doch. Jawohl, da gleich nächste Kirche. Boah, der Ronny, guck mal, wie er abgeht. Ja, da ist der Torwart weit raus. Und Der war da abgefälscht, oder? Nee. Der war nicht abgefälscht. Oh, schönes Ding eigentlich. Eigentlich. Willst du Schläge? Willst du eine dritte Halbzeit haben, Pfeffer? Kratz dich ab, ey. Nee. Ja, ich freue mich gerade ein bisschen. Hör auf doch mal da, Van Persie. Ja, der kann doch nichts. Der kann doch nichts. Pepe holt ihn noch. Oh, schade. Oh, schön. Ja. Kann er. So. Warum haben wir denn da so wenig Leute hinten? Den drehe ich direkt rein. Ja, genau. Ja, direkt. Oh, Van Persie, du madiger Mistkäfer, ey. Alte Castbrot hier, ey. Wobei, es kommen auch gute Produkte aus Holland. Fla oder so, finde ich richtig geil. Fla, ja. Was jetzt? Du findest auch Edson Brafheit geil, ne? Edson Brafheit, der, ey, ohne Scheiß bei FIFA, geht ja richtig ab. Ja. Ja. Deswegen ist FIFA auch dann wahrscheinlich das unrealistische Spiel. Oh, oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh, schade. Ja, ganz souverän, der Sticky. Ja. Ist klar. Ja, schon drei Dinger hinten drin. Warum ist der denn da so langsam? Als ob der Van der Vaart schneller ist als der Pereira. Sunrise? Gut. Oh, shit. Auf da! Hast du? Ja, aber war gut dran. Oh. Jawohl! Oh, der Klaas! Oh, da wird er gefoult! Rot hier! So was lächerlich. Der Huntelaar kniepst. 13-2. Ist das realistisch? Wie der weghauen will, aber den Ball nicht trifft. Schön mit dem Pfosten gespielt. Ja. Und das zur Halbzeit. Ja, wäre krass. Wäre auf jeden Fall ein geiles Ergebnis. Der soll da reingrätschen. Der soll ja nicht so ein Schwuggele-Ding da. Was? Ja, hier, Karte. Ja, genau. Ganz klar. Also. Skandal.
dann kann der Schiri ruhig mal an die Brust greifen und den Hupe rausholen. Ja, genau. Sehr schön. Helesch, ganz sicher. Guck mal, Moutinho. Ein paar Tulpen hier. Hat Wenn ihr euch jetzt fragt, Amazon Spartan, ist das hier der das Marker, der da spielt? Nein, das ist der Sunrise, aber er passt sich dem das Marker ziemlich gut an. Boah, Stecklenburg, starke Aktion. Stecklenburg hat Auge, ne? Ja. Ja, gesehen, voll der geht ins Aus. Konzentriert. Konzentriert. Ja. Ne. Ne, ich bin wirklich überrascht, muss ich nochmal sagen, von Russland und Polen. Dass sie da wirklich rausgeflogen sind. Nach den Vorstellungen, die die da abgeliefert haben. Krass. Ich hoffe mal, dass uns nicht dasselbe Schicksal ereilt. Und ich meine, es ist ja rein theoretisch noch möglich. Ja. Wenn ja. wir gegen den verlieren. 2-0, 2-0 müssen wir, glaube ich, verlieren. Portugal gewinnt. Ja, ja. Ja, Holland hat auch noch eine Chance, oder? Ja. Also auf dem zweiten Platz auf jeden Fall, ja. Okay. Alles ist drin. Und Schweden wird noch Europameister, ja. Wer sind die schon draußen? Nee, ne? Doch, Schweden ist draußen. Ja, eigentlich. Slattern. Ich fand auch für die Kroaten sehr, sehr schade. Also, die haben stark gekämpft, eine sehr starke. Ja, aber dass sie das Spiel da so blöd verloren haben, sage ich mal, gegen Italien. Wir haben 1-1 gespielt. Nee, was war denn das? Was waren wir? Ja, ihr seid auf jeden Fall die richtigen Fußballfanatiker. Ihr hört die Profis. Wow! Nee, wer war denn das? Wir hatten da 3-2 verloren. Wer 3-2 verloren? Die Dänen gegen Portugal oder die Schweden gegen England oder? Genau, die Schweden gegen, England. Aber das war aber auch ein Tor, ne? Vom Wallback. Ja, das war's. Wallcott hat ein geiles Tor gemacht, als er der Dinger einfach abgezogen hat. Ein geiles Tor. Ja, und Wallback dann mit der Fußsohle im Prinzip rumgezogen. Nee, ich hab voll die Ergebnis-Schnubbels. Ja. Du bist, glaube ich, nicht der Einzige. Ergebnisblockade. Ja. Oh. Pum! Oh. Oh. Guck mal, den Fisch da sogar. Der verbommelst, ey. Kann ja nix. Außer grätschen. Aber das kann er gut, ey. Das nennt man Abseits. Ah, was? Ah. Ja. Das ist so ein Ding. Oh, ja, aber Auge. Ah, klar. Ja, klar. Mhm. So, lange Keule, Cresinho. Renn rein. Ich bin schon am Starten. Ja, renn rein. Ja. Abseits. Oh, da war er. Ist noch nicht so lang geworden. Ja, kann ich ja nichts für, dass der nix keinen Fuß im Mus hat, ey. Oh. Ja, ganz sicher. Vor allen Dingen, wie die Russen das erste Spiel absolviert haben. Ah, sind es Pässe. Ja, ist ja schon wieder am Kloppen, ey. Ronny! Wie die Russen das erste Spiel absolviert haben, das war ja, sage ich jetzt mal, für den klassischen europäischen Fußball, der sehr viel über Flanken geht, total abstrakt durch die Mitte, ziemlich viele Steilpässe in die Mitte hinein, was man sehr selten, finde ich, sieht. Ja. Zumindest auf, ich sag mal, so einem internationalen Niveau. Oh! Dann geht er gut vorbei, ja, auf jeden Fall. Und der darf nicht... Oh, Schneidi, Alter. Warum bist du nicht Meter größer? Oh, starke Seitenwechsel. Ja. Aber nochmal gekriegt hier. Der will den Ball im Spiel halten. Ja. Soll er spannend bleiben, ne? Und auf jeden Fall, da habe ich auch wirklich gedacht, die kommen weiter. Das wird was, aber naja. Zumal jede Mannschaft war ja irgendwie Geheimfavorit oder... Also man hat ja, glaube ich, alles gehört. Eieiei. Ei, ei. Ja. Wer mich überrascht, auf jeden Fall, ist die Ukraine. Die haben, ja, die haben auf Chance, jeden Fall ja. gute Spieler. Die können aus eigener Chance tatsächlich noch weiterkommen. Also da gut, ein Sieg gegen England muss her. Na gut, aber ich meine, England hat jetzt auch nicht überzeugt, so wie man das vielleicht gedacht hätte. Aber wer weiß, vielleicht bringt es ja noch was, wenn der Rooney dann auch jetzt das nächste Spiel spielt. Dann darf er ja wieder, oder? Ja, nächstes Spiel darf er. Ja. Und wird auch in der Startformation stehen, so wie es heute geheißen hat. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob der da auf jeden Fall noch was bringt für die Engländer. Weil sonst, so krass souverän fand ich die jetzt auch nicht. Also die haben keine schlechten Spiele gemacht, aber... Boah. Oh, was knapp.
Aber ist bisher auch so bei Frankreich auch. Fand ich auch bisher für die Mannschaft, für das Format noch sehr zurückhaltend. Ja, gerade gegen die Ukraine ist das Spiel ja lange Zeit mehr dahin geplätschert. Ne? Boah, es war wirklich phänomenal, was da los war. Ey. Ja, auch das erste Mal in der Geschichte, dass ein Spiel so... Ja, ja, ja. Klasse zu spielen. Oh, schade, sorry. Shit. Ne, Frankreich wäre auch ein potenzieller Halbfinalgegner, wenn wir Erster waren. Okay. Sollten wir dann gegen Griechenland weiterkommen. Ja, aber der Ribéry hat den Vize-Bonus. Ja. Was fandet ihr denn zu der Sache beim Spiel ja Holland-Deutschland? Hat der Löw ja so einen schönen Scherz gemacht und den Ball, Ball weggenommen. Ja, es ja, wurde das, ja das nachher. War ja, das war ja vorm Spiel, ne? Ja, ach, danke, darauf wollte ich auch hinaus. Ja. Ja, also, dass es wieder da so in der Presse so extrem hochgezogen wird. Und ah, und hier, wir müssen, das ist so ein Schwachsinn. Ja, aber ich finde das, ne? Find das trotzdem bescheuert. Ich meine, irgendwann finden die Spiele nicht mehr gleichzeitig, also nicht mehr live statt, sondern 5 Minuten vorher oder was? Also. Was ist da los? Ich meine, das wussten ja noch nicht mal als ARD und ZDF, das hat ja die UEFA einfach so entschieden. Ja, wir spielen das jetzt einfach mal ein, so, zack. Und das war ja, glaube ich, nicht ein Einzelfall. Also da war ja. Ja, ein Flitzer. Oh, Mann, ey. Kackstift. Mann, Pillepalle, ey, wieder. Ja, und abseits. Ja, und Dr. Auge. Da muss es ja einen Flitzer bei irgendeinem Spiel gegeben haben, wo es auch nicht eingeblendet wurde. Ja, Slaven Village bei Kroatien war es. Aber ich glaube, das machen die auch mit Absicht. Ich habe ja auch, also ich habe zumindest keine großartigen Ausschreitungsbilder gesehen oder sowas. Ich glaube, da haben die auch... Außer bei Russland. Ja, ja, Russland aber, gegen Polen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass da auch ein bisschen, ja... Embargo ist. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass die bei weitem nicht das alles ja, zeigen, was da wirklich abgeht hinter den Kulissen. Ja. Ich glaube auch gerade so, da Polen eine sehr bekannte, auch eine sehr brutale Hooligan-Szene hat. Ja. Übrigens auch für die Leute, die es da interessiert, es gibt von Wascamp, heißt der Typ, eine sehr geile Reportage über die Hooligan-Szene in Polen. Dauert, ich glaube, eine Stunde. Gibt es auch auf YouTube zu sehen. Ziemlich cool. Link packe ich mal in die Beschreibung, wenn ich es packe. Oh. Ja, sehr uneigennützig. Ja, gerne geschehen. Ach doch. Aber was ja auch allgemein versucht wird, die Politik da ganz rauszuhalten. Also es gab ja meines Wissens auch da ein Plakat von irgendwelchen Politikern in Bezug auf die gefangene Timoschenko. Aber das haben sie ja zum Beispiel auch nicht eingeblendet. Also was sogar wird Deutschland gegen sehr Holland. Versucht. Ja, ich glaube ja. Ja, das haben sie ja dann noch einen Platz geworfen. Ja. Gegen den gegen die Holländer oder gegen den Nani. Schön. Der Ronny, macht er noch das nächste? Nee. Da ist es. Oh, Pfosten. Nein. Ist das lächerlich. An den Pfosten. Das ist so schön gemacht. Mann, der muss da durchkommen, der Scheißball, ey. So eine Pisse. Unrealistisches Spiel. Ja. Und dann werden wir noch gefoult hier in den 90. Jetzt Konter 3-3. Konter 3-3. Wir kriegen das hier noch hin. Oranje, was kann hier? Ecke. Da muss der Torwart jetzt mit nach vorne eigentlich. Ja. Ja, zwei Leute lang noch, oder? Warte, ich komm vor. Oh! Van der Persie, ey. Konter Pussy, ey. Da ist das Ding. Ja, in der Gelände. Portugal gewinnt 3-2. Dreimal Ronaldo. 3-9 Ronaldo, ist klar. Hat seine Torschwäche überwunden. Ja. Und jetzt mal ordentlich einen reingehämmert. So, was wäre denn, wenn es jetzt wirklich so abgehen würde? Dann wäre Portugal weiter auf 2 und Deutschland 1, ne? Jo. Wenn Deutschland so spielt, wie wir es orakelt haben. Mhm. Also, wenn das wirklich so ist, bin ich morgen ganz so voll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da bist du dann nicht alleine. Machen wir mit, ja. Dem werde ich auf jeden Fall joinen. Ja, wäre auf jeden Fall ganz bockig.
Und ja, ich glaube, ist auch nicht so unrealistisch. 13-2 wäre ganz schön. Unrealistisch. Ja, Spieler des Tages. Ich. Ja, ist klar. Wer ist sonst auch? Ich habe drauf gewartet. Ein Leben lang. Hm? Nee. Ja. Ronaldo auch. Mann des Spiels. Ja, ja. Und bei euch, Van Persie mit 6,5, der beste Mann auf dem Feld. Das sagt natürlich alles aus. Ja, ja. Gut. Wie glaubt ihr, wie es ausgeht? Schreibt es in die Videokommentare. Und wir verabschieden uns mit einem guten Spiel heute für die deutsche Mannschaft. Mit einem Schland. Deutschland. 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 Tschüss. Ha